Ich bin 1,50 breit. So. Schön, dass ihr immer noch da seid. Wow, nicht abgeschaltet, unglaublich. So, Leute, wir werden heute werden wir uns beschäftigen mit der Bootsfahrt von mir auf einem Gewässer. Ich weiß gar nicht. Wo war ich Boot fahren heute? Weiß jemand, wo ich heute Boot fahren war? Also, wo war ich denn drauf? Was für dich? War ich auf irgendeinem. War es ein See oder ein Fluss? Oder war ich auf dem Meer? Naja, wir schauen jetzt rein. So, hier. Ich wurde halt mitgenommen, ich wurde halt entführt. Auf der Alster oder was? Ist die Alster ein See? Ist ein Binnengewässer, oder? So, schauen wir hier rein. Der heilige Papa Matteo. Der macht Karibikurlaub. Mauritius von Bonchwa. Geheiligt werde sein Antlitz. Streamet alle in seinem Namen. Subbet im September auf dem Kanal von twitch.tv/Bonchwa. Und lasset ihm eure Ehre da. Ihr werdet sie nie zurückbekommen. Denn da war auch nie eine da. Der heilige Papa Matteo. Ist es so eine Art Sekte eigentlich? Also wenn man sich so eine Götzenfigur macht und dann nimmt man diese Götzenfigur mit und fährt durchs ganze Land wie so ein Kreuzzug. Und dann erzählt man den Leuten von dieser Religion. Das ist so eine Art, das ist schon so eine Sekte, ne? Oder? Ja. Okay. Oder wir machen einfach mal so ein Interview mit... Mann, ey, wisst ihr, was mich am meisten anpisst? Ich muss es jetzt ehrlich sagen, weil ich kann mit der Lüge... Nicht, das ist keine Lüge, aber ich kann es nicht mehr sagen. Ich hasse dieses Bild von mir. Ich sehe da aus, als wenn ich komplett verschlafen wäre. Und das war auch der Fall. Wir haben ja Fotoshooting gemacht, irgendwie um 18 Uhr oder so. Und ich bin da hingekommen und war komplett verschlafen. Und die erste Stunde sind alle Fotos von mir so voll verpennt. Und ich hasse dieses Bild, weil ich sehe komplett verpennt aus, Mann. Und jetzt hat sie das ausgedruckt, so ein Riesenposter, und zeigt es in Hamburg rum, Mann. Das ist der Grund vielleicht, warum mich heute dieser Typ und das Mädel an der Ampel so angeguckt haben, glaube ich, oder? Die haben wahrscheinlich dieses Plakat gesehen und dachten, was ist mit ihm los? Und dann haben die mich später gesehen und dachten, das ist der, Alter. Theo, dass jeder sich mal hier hinten hinsetzt und quasi mit dem mal so einen Schnack macht. Ich kann mich auch mal ein bisschen näher setzen. Nee, ach so, das willst du nicht, ne? Haben wir vorher drüber geredet. Er meint, er kommt mit Tretboot fahren, aber auch nur mit ein bisschen Sicherheitsabstand. Deswegen, er mag das eigentlich, also so ist noch in Ordnung. Ja, obwohl ich nicht auf diesem Boot bin, fühle ich mich gerade so, als wenn ich da wäre. Und ich will runter von dem Boot. Wieso? Aber alles, was näher ist, wird schon kritisch. Deswegen bleibe ich mal auf der Seite vom Boot sitzen. Und ist besser so, ja. Auch wenn ich auch noch auf die Seite gehe, gibt das Boot direkt in diese Richtung, weil ich ein bisschen schwerer bin als er. Lass ich mal so stehen. Aber deswegen habe ich mich jetzt dran gehalten, weil ich dachte, man muss halt auch ein bisschen so... Ey, ohne Scheiß, stell dir vor, du ziehst nach Hamburg, weil du sagst, Alter, ich will mein Leben umkrempeln. Ich will ein geiles Leben haben, Mann. Dann suchst du dir so eine richtig teure Wohnung an der Alster. Dann guckst du aus deinem Fenster, weil du die Alster angucken willst, und dann siehst du hier Leslie mit so einem Pappaufsteller von mir. Würde ich umziehen, direkt. Die Rahmenbedingungen einhalten, wenn er schon mitkommt zum Tretboot fahren. Nach 3 Jahren, 3 Jahre habe ich gefragt, 3 Jahre lang. War schwierig und endlich hat es geklappt. Seit 3 Jahren will sie mit mir Tretboot fahren, das kommt mir gar nicht so lang vor. Mietpreise sinken direkt. Stimmt. Es ist wie so, wenn so eine Gegend, so die Kriminalität steigt, die Mietpreise sinken. Sobald dieses Tretboot vorbeifährt mit meinem Pappaufsteller, so direkt, alle wollen ausziehen. Ey, ich dachte gerade eine Sekunde lang, dass noch jemand auch einen Pappaufsteller hat, aber das ist wahrscheinlich derselbe und es ist einfach eine andere Person, oder? 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 Bitte sag, dass es so ist. Es gibt nur einen, oder? Ja. Du musst noch dazu sagen, du hast Spaß dabei. Matteo hat auch richtig viel Spaß. Ja, du hast Spaß, oder? Seht ihr, wie sein Gesichtsausdruck sich verändert hat? Ich hab diese Euphorie gesehen. Mir hat gerade eine hübsche Frau einen Daumen hoch für Matteo gezeigt. Matteo, das war deine Chance. Hier wohnt jemand in der Nähe. Guck mal, auch wie unfreundlich sie ist. Also sie isst gerade was und bietet mir nichts an. Stell dich mal vor, ihr seid auf einer Bootstour und dann holt ihr was aus eurer Tasche raus und knuspert das und ihr seht, der andere hat nichts. Da sagt man doch mal, willst du so ein bisschen oder so.
Und mein Tier bekommt Erdbeere. Wurde ich doch gefüttert oder was? Jeder kennt den sonst nicht mehr. Nee, ist halt nicht. Ich bin allergisch gegen Erdbeeren. Ich kann die nicht essen. Ich hätte die gegessen, aber ich bin allergisch.